Also. Einfach meine Community fühlt sich absolut nicht mit Nazi-Gesocks, sondern meine Community fühlt sich mit Leuten, die euch nicht mögen und euch für respektlos halten. Ja, ihr nennt es halt Nazi-Gesocks ist. Nein, sondern weil ihr respektlos seid, Dara. Das ja, gegenüber Nazi-Gesocks sind wir sehr. Das habe ich ja gar nicht, also ich habe den ganzen Talk ja noch gar nicht gesehen. Ich finde das krass, wie er die ganze Zeit Nazi-Gesocks sagt. Also. Er ist komplett von sich selbst überzeugt gewesen damals, noch viel mehr als heute. Also heute, da hält er das etwas mehr zurück. Deswegen ist dieser Talk so genial und entlarvend. Diese ganze woke Strategie der Diskurszerstörung wird uns hier in anderthalb Stunden perfekt exemplifiziert. Das ist wirklich genial, was hier passiert. Deswegen schauen wir uns das an, weil das... Und damit wir damit viel Dara-Content haben, denn Dara klickt sich gut. Also auf jeden Fall sehr exemplarisch für die Denke wirklich von den Leuten. Jeden als Nazi, also das ist schon... Ach, ich verstehe das nicht. Naja. Sehr respektvoll. Dara, das ist nicht der Punkt. Das ist nicht der Punkt, Dara. Ich werde einfach von euren Leuten, werde ich auch Nazi genannt. Ich werde von euren Leuten auch, Dara, nicht jeder, der dich nicht mag, ist ein Nazi. Mir ganz leid für dich, Erwin, aber das Problem ist, Dara, nicht jeder, der dich nicht mag und findet, dass du respektlos bist, ist einfach ein Nazi. Und dafür sorgst, dass die nun mal ihre Narrativen auch weiter legitimieren können. Nein, tun sie nicht. Ich habe dir gerade erklärt, dass das... Das ist genau das, was dort passiert. Ich habe dir gerade erklärt. Das ist genau das, was Dara Wank nicht passiert. Und weißt du, was das größte Problem daran ist? Ich habe dir gerade erklärt, was passiert. Abhängig bist von den Leuten. Ich habe dir gerade erklärt, was passiert, und du, die werden dich du behauptest immer jetzt das Gegenteil. Schreiben, weil du Angst haben wirst gegen sie. Jetzt kommt's. Hört jetzt bitte alle ganz genau zu. Das ist jetzt, glaube ich, die Stelle, die wir schon zweimal fehl angekündigt hatten. Das ist schon mehrmals angedeutet hat. Aber ich glaube, hier sagt Dara jetzt das, was er schon die ganze Zeit sagen wollte und was ihm jetzt immer wieder vorgehalten wird. Und zwar völlig zu Recht. Behauptest gerade das Gegenteil von dem... Das ist genau das, was man seit Wochen und Monaten beobachten kann. Du bist ein Verschwörungsideologe gerade. Da muss man sich nur fragen, wie das in 3 bis 4 bis 5 Monaten aussieht. Du behauptest das Gegenteil von dem, was alle Leute hier erfahren haben. Du sprichst allen Menschen, die hier in diesem Chat sind, ihre Erfahrung haben, ja, und mir auch. Ja, ja. Weil wir alle zu dumm sind, Dara. So funktioniert das. Deswegen mögen dich Leute nicht, Dara. Weißt du, guck mal, du bist ein Spielball für die. Die ganze rechte Szene bei Twitch und YouTube lacht sich kaputt über dich. Alles weil klar. Du bist halt wie Wachs in deren Händen. Sicher doch. Ja, schade, dass ich so, das bist du. Und schade, dass ich nicht so klug wie du bin. Schade, dass ich nicht so klug wie du bin. Ob du das für immer so machen möchtest. Weil, glaub mir, das ist so ein Pfad, den du da gehst. Das wird einfach immer schlimmer werden. Aha, sagen wir die Zukunft voraus. Glaskugel. Es ist interessant, ne, wie sich das auch wirklich entwickelt hat. Ja, kann ich dir sagen. Bitte. Das wird so aussehen, dass die dich dazu treiben. Aber pass auf, du wirst es begründen müssen. Achtung, du wirst es begründen immer müssen. Immer rechtere Aussagen zu tätigen. Warum? Weil du Angst haben wirst, dass, und das ist halt eben das größte Problem, dass du finanziell sehr abhängig bist von den Leuten. Das heißt, du musst Angst haben, dass, wenn du mal nicht so tickst, wie die das gerne hätten, dass dann das Geld knapp wird. Glaubst du, ich bin so ein Und das ist eben das so das Problem, so dass Mensch. Dann, das liegt nicht daran, dass du gierig bist oder sonst was, sondern du bist halt einfach abhängig von denen. So, deine Existenzgrundlage hängt davon ab. Aber und dadurch werden die dich dann immer weiter nach rechts treiben. Dara. Keine Ahnung, ob du dann irgendwann den Holocaust leugnen musst, um irgendwie dann noch Zustimmung zu bekommen oder so. Ich weiß es nicht, kann ich dir nicht sagen. Er hat's gesagt. Keine Ahnung, ob du dann irgendwann was leugnen müssen. Ja, das ist die berühmte Aussage, die Dara immer wieder vorgehalten wird. Ja. Ja. Diese Walkies kommen immer mit den absurdesten Vorwürfen. Und Stella, jetzt kannst du sagen, was du eben sagen wolltest. Ich wollte nur diese Aussage hier in Gänze mal vorführen, damit keiner sagt, wir hätten hier irgendwas aus dem Kontext gerissen. Nee, also man sieht ja, dass genau das, was er jetzt Proletopia vorwirft, ihm selber widerfahren ist. Ne? Er wurde ja von seiner eigenen Community gecancelt, wo er mit Kuchen und so geredet hat. Und ja, dann hat er ja Jill please gemutet und alles so Sachen noch und wurde ja von Kuchen und den ganzen Leuten und Skurros fertig gemacht. Und ja, es ist schlecht gealtert auf jeden Fall, was Dara hier erzählt. Also ja, eigentlich sieht es eher so aus, als ob er gecancelt wurde von seinen Leuten. Während Erwin ja mittlerweile sogar, die Rechten haben ja sogar gesagt, die haben jetzt Erwin gecancelt, hat der Schlomo gesagt. Also von wegen, Erwin paktiert mit Rechtsextremen. Das genaue Gegenteil ist der Fall. Sie haben ihn jetzt sogar gesagt, ja, Erwin ist hier für uns jetzt gestorben quasi.
Ja, also mehr kannst du dich ja nicht distanzieren von diesen Leuten, wenn sie schon sagen, die wollen nichts mehr mit Erwin zu tun haben. Wenn die rechts schon das sagen, dass sie Erwin canceln, also, ne? Das will schon was heißen. Also komplett schlecht gealtert auf jeden Fall. Ja, du sagst es. Also Erwin hatte mit seiner Strategie zu 100% recht, mit den Rechten zu reden. Das hat ihn nicht nach rechts gerückt, sondern das hat einfach dafür gesorgt, dass er selber bessere Argumente entwickeln konnte, dass er sich mit anderen Lagern auseinandergesetzt hat, dass wir einfach einen vernünftigen Diskurs über viele verschiedene Themen hatten. Und Dara redet mittlerweile auch von Boris von Morgenstern. Das heißt, Erwins Strategie ist voll und ganz aufgegangen und die wokistische Strategie auf Twitch, die ist gescheitert. Und man sieht ja auch, wie viele Leute... Und Erwin hat bis heute... Erwin hat bis heute, also der Talk ist aus dem November 2022, bestimmte geschichtliche Ereignisse nicht geleugnet. Also auch diese Prognose von Dara ist, Überraschung, nicht eingetroffen. Ja, was für ein Wunder. Und er ist nicht mal irgendwie nach rechts gerückt. Also nicht mal das. Nee, absolut nicht. Und ja, wie gesagt, man sieht ja auch, wie viele Leute er abgeholt hat, ne, Erwin. Also das sieht man ja auch. Man sieht ja auch, die Community wächst stetig, ne. Jetzt, wenn man jetzt so guckt, wie viel hat er da gehabt, hat er gesagt, 300 Zuschauer, der ist mittlerweile bei 500, 600 Zuschauern. Also er erreicht die Leute ja auch offensichtlich. Und das finde ich auf jeden Fall sehr gut. Ja. Aber das wird immer und immer so weitergehen. Und das ist auch das, was man die letzten Monate beobachten kann. Und garantiert ist das eine Dynamik, die überblickst du auch so. Dass du das auch spürst. Ich werde niemals den Holocaust leugnen, das kann ich dir versprechen, okay? Und ich kann dir auch versprechen, dass ich keine Rechte. Ist ja auch illegal. Ich kann dir auch versprechen, dass ich keine rechten Narrative verbreite oder verbreitet habe. Und du kannst ja die Rechten hier im Chat fragen, wie oft ich ihnen widerspreche. Ja, weil... Ja, ich weiß. Und die finden das super lustig. Das finden sie, glaube ich, nicht lustig. Aber der Punkt ist einfach, ich widerspreche ihnen die ganze Zeit und ich werde ihnen immer wieder widersprechen. Weißt du, was der Unterschied zwischen mir und dir ist? Ja, pass auf, wir... Weißt du, was der Unterschied zwischen mir und dir ist? Weißt du, guck mal, ne, so die ganze Gang, die dich ja auch beobachtet auch andere rechte Channels und Streams und Kanäle. Und ich kann dir sagen, da bist du auch manchmal Thema. Oh ja, ich weiß. Und... Die wissen, die reden ganz offen darüber, was sie da mit dir machen. Es gibt einen einzigen Kanal, der das offen sagt. Es gibt einen Kanal, der das offen sagt. Und falls du schaust darauf, als der Typ im Kanal das gesagt hat, ich will seinen Namen. Es geht hier gerade um Chris Enger. Namen nicht nennen, ich will ihn nicht promoten. Das sind mehrere Kanäle. Nein, es ist einer. Und zwar hat er sich hingestellt und hat in seinem Kanal gesagt, Erwin ist dumm und er checkt nicht, dass unsere Leute bei ihm im Chat die ganze Zeit nur stehen und ihm zujubeln, weil sie ihn ausnützen und weil sie ihn eigentlich in Wirklichkeit nur vorspielen, dass er der größte Abholer der Rechten ist. Und weißt du, was dann in seinem Chat passiert ist? Ich habe das aufgenommen. Dann kommen in seinem Chat so Leute und sagen, nein, da liegst du wirklich falsch. Also wir sind wirklich gerne bei Erwin und Erwin ist wirklich cool. Warst du damals im Chat dabei, oder? Ich war tatsächlich, und ich habe das damals auch so gesehen, tatsächlich, ja. Also ich habe Erwin damals nicht geguckt, weil ich Hate-Watcher war, sondern weil ich gemerkt habe, dass er ziemlich based ist. Und er mich da auch, wie gesagt, ziemlich abgeholt hat, mit seiner Kapitalismuskritik und etc. Weil ich habe ja früher auch schon so gedacht, ne, bevor ich zu den Rechten gekommen bin. Und Erwin hat mich auf jeden Fall wieder zurückgeholt. Ich kann das bestätigen. Ich kann auch bestätigen, dass viele Rechte, Can the Brain ist auch ein Beispiel, schöne Grüße, falls der hier ist. Es ist definitiv so, dass Erwin einige Leute zumindest sie ihn zuhören, ne, die Rechten. Also da hat er schon einen Punkt, also das stimmt, viele haben damals Erwin auch gefeiert, ja. Mittlerweile ist das ja natürlich wieder so ein Ding, weil jetzt die Rechten sich von ihm distanzieren, natürlich muss man sich da auch distanzieren, aber ja, also ich würde schon sagen, dass Erwin viele abgeholt hat und auch viele gerne bei ihm waren, selbst wenn sie rechts waren, ja. Also kann ich so bestätigen, aus meiner Sicht. Da hat Chris sich auf jeden Fall geirrt, aus meiner Sicht. Also vielleicht, es gibt sicherlich einige, ne, die das zum Amüsement geguckt haben, aber viele, glaube ich, nicht so viele wie bei Dara. Mögen Erwin einfach. Ja. Also, ja.